Fantastic. Okay, wenn vielleicht Okay. jemand Everybody, nice to see some sich in den faces. deutschen Kanal einschalten Try and und itch. mir ein Zeichen It's geben könnte, ob always ihr mich gut hören könnt. or to name off, but it's lovely to see Ja, you. danke schön, Pia. Probably most people won't know me. I'm connected to Trivatna Earth Sangha rather than Angela listening to sagt, online. ihr kennt mich vielleicht I'm just nicht. tech hosting for this morning. Ich bin die So I'm gonna hand Technikassistenz you over heute to Ratna Morgen. Devi once Und I ich gebe jetzt gleich introduced her. euch weiter an Ratna So it's Devi, just a few people nachdem still ich sie coming in. eingeführt habe. I think that might be it for now. Morning, Shanti Garba. Nice to see you. Shantikaba, schön dich zu sehen. And everybody who I don't know. Herzlich Hi, willkommen an alle, my die ich world's giving nicht us kenne. all a nice wave. And River, is that River who of the Der River, Hello. die später einen Nice to Workshop have you leiten join wird, us. die ein Buch bei So this Winthrop first session herausgebracht hat. of our second day, which Diese is my first erste Session teaching of unseres it, zweiten getting started Tages. tomorrow. Was? So I'm just gonna stop the waiting room for now and Ja, glaube ich, habe actually jetzt alle aus dem get Warteraum to work. reingelassen. Okay. So Ratna Devi. Ratna Devi, It's lovely to be able to es ist introduce Ratna sehr Devi. schön, I dich know Ratna Devi a anführen zu little dürfen. bit. We're both Ich kenne from Ratna Bhakti Devi Sangha. schon eine Weile. Wir That's sind really. beide aus Glasgow, kennen She uns has been von our dean since Bangalore, 1982. schon seit So some of you may 1982 know her, I koordiniert. don't know, but she's a qualified Einige von coach, euch a kennen sie wellness teacher vielleicht. and Sie ist trainer eine and Coach, author. eine And Achtsamkeitslehrerin. she leads work that reconnects work Sie and leitet other types of retreats die and führt workshops and Workshop, supports activists leitet sie zum who Thema are der Arbeit, die wellness wiederverbindet, teachers. von Joanna She's Macy, also got an und auch zur organist, she's an open mind, Achtsamkeit. and she's a visual artist. And I've been Und to sie ist her eine Earth sessions. I can Künstlerin. vouch for. In fact, I've got one little piece of hers on my wall, Ich habe so sogar hier an der Wand ein yeah, Werk von ihr it's nice to hängen. connect that way. Es ist So, and schön, she sie wieder. recently brought out a book called Bringing Mindfulness to Und sie Life, hat which vor some of you may kurzem know. ein Buch I'll be posting herausgebracht, links in the auf chat at some Englisch, point. Achtsamkeit zum So Leben just to say erwecken that you heißt can die. join Und ich werde via the gleich interpreting den button. Link She in should be able to den see if you Chat like the German channel. dazu. I'm sure you'll have worked out that by now if you were requiring that. So I think it just remains for me to hand over to Ratna Devi. Jetzt möchte ich einfach nur noch ohne She'll say weiteres a an little bit more Ratna when she's Devi ready. euch Thank you weitergeben. very much, Angela. Danke, Angela. So I'm really delighted to see so Ich many freue people mich here wirklich, so today. viele Menschen heute Morgen zu Wonderful. sehen. Sehr schön. And it is particularly with the subject matter we are concerned with Insbesondere mit wrestling with the dem Thema, world and um climate was es change and geht, so on. It der can Zustand der feel Welt, confronting Klimawandel. Das being fühlt sich alone with auch it. so überwältigend And an, vor allem wenn man sich this allein work damit in the fühlt. Sangha Und in einem together Wunder to zu sein, explore these zusammen, things and indem through wir diese Dinge companionship, just erforschen makes such a können, difference. It makes wo all wir the das Gefühl difference. haben, wir haben Gefährtinnen und Gefährten, das So macht so thank einen you großen very much, Unterschied. everybody, for showing Vielen up on Dank, dass time. ihr alle heute Morgen hier hergekommen And so seid. you have already presumably read a Ihr little habt bit vermutlich schon gelesen, was ich about this meditation I'm going to lead you dieser in. Meditation I don't want to geschrieben hatte say in dem too much Programm. Ich will gar because nicht so viel darüber just kind of sagen. go into it. We don't have that Ich much werde euch time. einfach in die Meditation But just maybe say that it really einführen. is Was ich vorher about sagen möchte, our ist, in feelings dieser for the Meditation geht world, es um unsere which sometimes Gefühle can für den feel quite Zustand der Welt. daunting. And have a Wir whole sind range as well, going überwältigt. from Die ganze feeling sometimes Bandbreite. a bit despairing or Mal vielleicht angry or Verzweiflung oder lonely. Wut oder Stumpfheit. And it's actually there's actually a gift in these feelings. It's Und when in I diesen feel when I Gefühlen steckt can aber ein go down and Geschenk, explore them wenn wir before uns für diese there's Gefühle an öffnen energy können und there that sie can then be anfreunden used können, for dann kann das sehr teaching. viel Energie And in freisetzen, die wir sometimes dann surprising in ways, Tun we just sort of überführen enter können. into Manchmal auf natural überraschende process Weise, with them, just trust that wenn wir process. einen Prozess, auf uns auf einen Prozess mit diesen Gefühlen lassen. I was just wondering actually to start with if we just all just think a little bit about what Wir können the damit issues beginnen, are that dass wir we erst einmal darüber see as nachdenken, we was try to sind die explore. Themen, die uns wirklich And if you would just put
Sorgen, die uns Sorgen machen. Vielleicht kann jede etwas in den Chat schreiben, vielleicht nur ein Wort. Ist es der Klimawandel, ist es der Artensterben, Immigration, Fluchtbewegung? Was ist es, was uns Sorgen bereitet? Vielleicht können wir das erst einmal sammeln, dass wir in Verbindung kommen können mit dem, was uns Sorgen bereitet. Ein Wort reicht oder ein kurzer Satz. Was besorgt euch in der Welt? Was bereitet euch Kummer in der Welt? Das Artensterben. Mitgefühl und Würde werden in der Welt verloren. Krisen, Polarisation, Dürren, Populismus, Erderwärmung, Krieg. Krieg kommt etliche Male vor. Fluchtbewegungen, extreme Wetterereignisse, die Entgleisung des Klimas. Vielen Dank. Danke für diejenigen von euch, die gerade geschrieben haben. Lasst uns einen Moment nehmen, um erstmal in unserer Meditationshaltung uns einzurichten. Setz dich über deinen Körper auf, streck dich vielleicht noch. Kann der Körper sich für diese Meditation vorbereiten? Finde eine gute Sitzhaltung. And if it feels right, you may want to close your eyes. Und wenn es sich gut anfühlt, dann kannst du deine Augen schließen and come into your body. Deinen Körper spüren. Letting the weight of the body be received by the earth. Lass dein Körpergewicht, gib es ab an die Erde. Lass die Erde dein Gewicht annehmen. Maybe considering that everybody who is in this call. Dass jede und jeder Einzelne in diesem Treffen, in dieser Meditation, in der gleichen Erde sitzt. Wir fühlen unsere Verbindung. Wirklich helfen, ein bisschen Zeit sich zu nehmen, wirklich mit dem Körper in Verbindung zu kommen. Spür deine Füße, die Temperatur mit deiner Füße, ihre Berührung mit den Socken, mit der Erde darunter. Also the seat where we are having the contact with our cushions or a chair. Deine Verbindung of the body bearing down. Auf deinem Stuhl oder Kissen, wo du sitzt, spür die Verbindung nach unten. And maybe quite naturally you also experience the breath. Und spür deinen Atem, Atemfluss. Maybe being able to let go of some layers of tension with the exhalations. Und vielleicht kannst du mit der Ausatmung ein Stück deiner Anspannung loslassen. And feel the freshness and spaciousness that comes with the inhalations. Mit der Einatmung die Frische zu spüren, die Energetisierung, der Atem des Lebens.
Being present, opening, softening, and often receiving the stream of life, empfänglich für den Strom des Lebens, der durch uns fließt. Being open and welcoming to the whole range of experiences that might be present. Offen und lass alle Erfahrungen, die vielleicht da sind, zu. Nimm sie wahr, mach sie dir bewusst. A good starting point for this kind of meditation is to connect with the positivity in us, and one very easy way is to be grateful to right now. Spüre, ob es etwas gibt jetzt gerade, wo du Dankbarkeit empfindest. Vielleicht einfach die Tatsache, dass wir jetzt hier zusammen sitzen und meditieren. Gelegenheit für gemeinsame Praxis. Or something else that fills your heart with gratitude. Oder etwas anderes, was dein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. I'm really noticing what that is like. Maybe some opening, some warmth. Ein Gefühl von Offenheit, Wärme, vielleicht deine Geistesverfassung, die ein wenig wird. Und vielleicht ist es für dich gerade auch schwierig, mit Dankbarkeit in Verbindung zu kommen. Bleib mit deiner Erfahrung so, wie sie ist. If there is a sense of connection with each other, with the Sangha, was ist dein Gefühl von Verbundenheit mit dem Sangha, miteinander? Man kann was dieses Gewahrsein ist. Nicht nur wir alleine in dieser Meditation, sondern es ist was viel Größeres dahinter. Almost a sense of breathing together with everyone here. Hast du ein Gefühl, als würden wir alle gemeinsam zusammenatmen in dieser Meditation? Now, if it feels right, we bring to mind one of these areas that we are concerned about and that we would like to explore in this meditation, wenn sich das feelings about it. Wie anfühlt, dann bring eine dieser Themen in dein Gewahrsein, die dir Sorgen bereiten. You know, just in a way, we are just kind of learning about this process. So, einer dieser Aspekte, intensity, die Situation in der Welt, dir Kummer bereiten, vielleicht etwas von mittlerer Intensität. Floods, wildfires, poverty, you know, some of the Armut, Waldbrände, die Sachen, die wir vorhin in den Chat geschrieben haben. Such dir einen Bereich aus, der dich nicht sofort überwältigt. Nimm dir ein paar Momente, die Thema in deinem Geist Form annehmen, vielleicht kommen Bilder. Oder Gedanken. Some details of what's involved in this issue. So does that take shape in your awareness? Für dir die Einzelheiten ein bisschen vor Augen dieses Themas. Lass es Form annehmen. Hm.
And together with those images and thoughts, all feelings are likely to rise to the surface. Let us notice if there's some openness there in you to meet them. Or maybe there's some resistance there. And ich spüre welche Gefühle. That resistance, that has got its purpose. Dieses Thema in dir auflöst. Was sind die Empfindungen, die da wach werden? What are the feelings? It is now starting to enter into this second stage of the meditation of allowing them. Es ist nun der zweite Schritt in dieser Meditation, einfach die Gefühle wirklich wahrzunehmen, sie kennenzulernen, sie einzuladen, da zu sein. Die Gefühle möchten wahrgenommen werden, möchten gehört werden. Sadness, outrage, Ungefühle sein, wie Angst, Ärger, Hilflosigkeit. Vielleicht sogar ein Gefühl von Scham dafür, dass wir irgendwie an dieser Situation beteiligt sind. And paying attention to how it manifests in your body. Lass es zu und spür, wie es sich in deinem Körper anfühlt, diese Gefühle. Lern sie kennen. Erforsche sie als etwas, was du im Körper spüren kannst. Just be there right alongside them. Maybe some tension in the jaws, heaviness in the heart. Vielleicht spürst du eine schwere Atem oder eine Spannung im Kiefer oder eine Stumpfheit oder einen Druck in der Magenregion. Das sind übliche Phänomene, wir sind nicht allein damit. Denk nicht darüber nach, was du tun willst, was passieren müsste, nichts davon. Nur das ist ein Geschenk, was wir uns selbst machen. Zeit mit unseren Gefühlen zu verbringen. Mit diesen Gefühlen ein- und auszuatmen. Now we're starting to become curious and investigate what needs are connected with these feelings. Dann beginnen wir ein bisschen mehr zu erforschen. Welche Bedürfnisse sind mit diesem Gefühl verbunden? Hauptgefühl ist, dann kann es sein, dass das Bedürfnis, das dahinter steckt, meine Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist. Wenn wir ein Gefühl haben von Stumpfheit, dahinter ist die Sehnsucht und Bedürfnis nach Lebendigkeit. Oder wenn es überhaupt viel Angst ist, dahinter ein Bedürfnis nach Sicherheit. Also hinter jedem Gefühl liegt irgendein Bedürfnis nach einem Wert, nach etwas. Schau, ob du dieses Bedürfnis ausmachen kannst in deiner Erfahrung. And then we are starting to open ourselves more fully to the, to that quality, what it feels like. Und dann öffne dich für diese Qualität, die Qualität, nach der du dich sehnst. Angenommen, ist ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wie fühlt sich das an? Wie würde sich das anfühlen, sich sicher zu fühlen? Und lass diese Qualität in dir wachsen und da sein. Lass dich von ihr nähren. Using the breath to let it percolate through the whole body.
Lass es durch den ganzen Den Körper mit dem Aufenthalt, Atem ein- und that inner ausatmen. experience, that very quality we are longing for. Diese Qualität, nach der wir uns sehnen, diese Eigenschaft, dieser Wert, nach dem wir uns sehnen. Lass deinen Körper davon anfüllen, damit anfüllen. It might be that some related qualities suggest themselves as well. Maybe after a while you just kind of feel, well, this is really what matters. Maybe it's justice. Vielleicht merkst du or im weiteren Erforschen, dass es ein anderes Bedürfnis gibt, what is it that das du really entdeckst. Comes into your Was experience ganz wahr sein really in deinem Erleben jetzt. Was ist es, was, wonach du dich wirklich sehnst, was wirklich wichtig ist? Lass deinen ganzen Körper davon living, anfühlen. let that quality live in you, unfold its beauty. Lass diese Qualität in dir zum Leben erwachen, ihre Schönheit entfalten. Now we come to the next step, which is to see if there is an image that would encapsulate that very quality. What does Nun kommt der nächste seeing Abschnitt look der like? Meditation. A sort of metaphor might come for it, and Gibt it es could eine be Metapher, in ein the shape Bild, of a diese person, Qualität or a symbol? zum Ausdruck What's the bringen? shape or the sound Was of, say, die Qualität, nach der du peace, dich or justice, or sehnst? safety, or Welchem whatever Bild it is drückt you es sich auf? In are in welchem touch with? Symbol? Welche Is it like a Form, welchen mountain? Is it like Klang, a welchen Buddha or Geruch Bodhisattva? hat diese Like a Qualität? lake? Like a colored light? Ist es ein farbiges Licht, ein Bodhisattva, eine Landschaft? Lass ein Symbol, eine Metapher dafür in dir aufsteigen. And so if we're staying now with this metaphor, with this image, and we imagine what the world could look like if this quality would spread through the whole world. Und dann stell dir vor, wie If würde it die would Welt aussehen, wenn diese the Qualität die situation ganze even if Welt you're thinking füllen würde. about and you know, all beings in the world and the Alle planet itself would be affected by it. Lebewesen auf der ganzen Welt, in der ganzen The power Planet, of this in dieser metaphor Qualität, spreads and opens up in diesem Bild possibilities. erfüllt werden. Diese Qualität allen im Überfluss Like a zur Verfügung blessing stünde. that can spread from this image. Aus dem Bild heraus, aus der Metapher, lass es sich ausdehnen, ausweiten auf die ganze Welt. We may have a sense of how the world can be transformed, could be really quite different. And now with the last stage, Du kannst dir vorstellen, dass die Welt ganz perspective anders aussähe, wenn das geschehen from, you know, like this is going forth, considering what might be a small doable next step for us. You Und know, dann a little part we geht can zum play letzten in this Schritt unfolding. über. Und du fragst dich, was ist der kleinste Schritt, den ich unternehmen könnte? One little drop in the big ocean Diese of Vision. this transformation that is made up of small Vielleicht drops, nur ein winziger small Tropfen edges. von dem, was Some little möglich thing you wäre. may be able to do, and if nothing comes, that's absolutely Eine fine. You ganz can kleine just Sache, die ich stay tun könnte, with your um experience diese it is, Vision zu not helfen forcing und it. vorzubringen. Maybe a little idea ripples up. Vielleicht hast du einen kleinen Gedanken, der auftaucht. Und wenn nichts kommt, ist es auch nicht schlimm.
Now I'm going to read a little extract from the White Lotus Sutra, the parable of the einen kleinen Ausschnitt aus dem Weißen Lotus Sutra vorlesen. An der Parabel vom Dharma als Regenwurm. Der Regen fällt überall nieder. Auf allen Seiten stürzt er hin. Er fließt grenzenlos, durchfängt alles, erreicht jeden Winkel der Erde. Die Schluchten, die Täler, die Berge und Flüsse, die abgelegenen Orte, an denen Pflanzen wachsen, Büsche, Heilkräuter, große und kleine Bäume, Getreide, Reis, Zuckerbrot. Der Regen versorgt sie alle mit Feuchtigkeit. Jede Pflanze erhält alles, was sie braucht. Und jetzt sitzen wir einfach still, spüren der Wirkung dieser Meditation nach, nichts, was wir tun müssen, nur sitzen. And then we just gradually starting to bring our awareness into all the senses, including opening our eyes. Und bring dein Gewahrsein wieder in deine Sinne, Ohren, maybe just be connecting with everybody. Augen langsam wieder öffnen, wieder das Sehen hereinlassen, die anderen Menschen am Bildschirm wahrnehmen. I would be really grateful if some of you wenn einige von euch einfach ein bisschen mitteilen möchten von eurer Erfahrung in dieser Meditation vielleicht. Oder ihr könnt es auch laut sagen, was gab es, was euch in der Meditation berührt hat, Fragen, die aufgetaucht sind. Can you hear me? Yes. Thanks a lot, Radha Devi. Gratefulness is really dwelling up in me. I'm really touched. You really, I feel really taken away and vielen Dank. Ich fühle mich ganz and reconnected and ganz berührt von dieser Situation und auch wieder verbunden mit dem, was mir wichtig ist. Ein ganzes Bild, eine ganze Krankheit. Ich am Ende mit Regen hat mich auch und verändert meine Beziehung zu dem Element Regen. Dafür. Vielen Dank, Stefan, das berührt mich, das zu hören. Wenn jemand aus Deutschland sprechen möchte, ich kann euch sogar verstehen. Yeah, if somebody from Germany wants to speak. Traut euch ruhig auf Deutsch zu sprechen, wenn ihr möchtet. Okay, just give it just a little bit longer, just in case somebody wants to say something. There's no pressure, of course. Gib auch noch ein bisschen mehr Zeit, falls jemand was sagen will. Helen, Helen, ja, ich hoffe, really das war sehr schön, Prozess, war sehr hilfreich.
yeah, to just really dive into what are often such difficult einzutauchen in diese Gefühle, die so schwierig sind, und dass ich damit anfangen will, die nachkommen, embodying the, you know, the needs underneath those. So, yeah, diese Bedürfnisse dahinter stecken, wirklich an Bord zu nehmen, sich die wirklich klar zu machen und sie zuzulassen. Sehr hilfreich. Ich kann euch ein Bild teilen mit diesen verschiedenen Stadien, diesen verschiedenen Abschnitten dieser Meditation. That's not it. It looks like I have. The technology. Oh je, die Technik. Okay, ja. Oh, it's still the wrong one. Ist immer noch das Falsche. There we are. Jetzt so haben wir es. Like an acronym. Das ist wie ein Akronym. Im Englischen ist es ein Akronym, der Anfangsbuchstabe der Englischen, da gibt es das Wort Raining. Im Deutschen funktioniert das nicht. Wir haben R für Recognize, das heißt erkennen, welches Thema uns Kummer bereitet. Das A ist für Erfahrung, Zulassen von Gefühlen. I ist für Investigate, erforschen, welches Bedürfnis dahinter steckt. N ist für Nourish, ernähre dich selbst, erlebe die Fülle, wenn dieses Bedürfnis erfüllt wäre. I ist Imagine, Imagination, stell dir vor, welche Metapher da aufsteigt, wenn du an dieses Bedürfnis denkst. Und wie wäre das, wenn die ganze Welt davon erfüllt wäre? Und dann G für Going Forward, Aufbruch. Was ist der kleinste machbare Schritt? Ich werde einige Links gleich posten. Es gibt auch eine Verbindung, einen Link zu einer Meditation, die ihr finden könnt im Internet. Ich werde das jetzt in den Chat tun. Ich finde die Technik bei so Zoom-Gesprächen immer ein bisschen kompliziert. I just put that in the chat if some of you might want to. Gerade in den Chat getan. Wenn ihr euch das kopieren wollt, denn wenn das Gespräch gleich zu Ende ist, ist der Chat auch weg. Also ihr müsstet euch jetzt kopieren. Wir haben noch ein klein bisschen Zeit, aber nicht mehr sehr viel. Vielleicht habt ihr noch Fragen. Für ein, zwei Kommentare oder Fragen haben wir auf jeden Fall noch Zeit. Dianita. Hello. I just want to say another thank you. I got here late as well and I got in really flustered because same thing, I couldn't find the link, but ich wollte Danke sagen, ich kam ein bisschen spät erst in diese Session, weil ich den Link nicht finden konnte, aber ich möchte Stefans Worte bestätigen. Es war sehr berührend. Ich möchte mich bedanken. Thank you. Thank you for being here. Okay, over to Angela. Dann gebe ich an Angela zurück. Thank you, Ratna Devi. And danke, Ratna Devi. I was obviously just keeping an eye in the waiting room and that kind of thing, but I heard little bits of that. Natürlich ein bisschen abgelenkt, weil ich einen Blick auf den Warteraum noch hatte. Danke.
trotzdem die Meditation mitmachen und das so, yeah, I hope you're all feeling the benefit of that. It's lovely to hear from you. Ihr alle spürt, dass ihr etwas mitnehmen könnt, bevor wir aufeinander gehen. By way of, you know, möchte ich sagen, dass viele von euch in irgendeiner Form wahrscheinlich schon uns unterstützt haben, als ihr euch angemeldet habt, vielleicht etwas gespendet. Vielleicht habt ihr das aber auch nicht getan. Wenn ihr etwas geben könnt, dann wäre ich sehr, sehr dankbar, dass ihr diese Meditation euch berührt habt. Vielleicht möchte ich etwas beitragen, damit wir solche Veranstaltungen auch in Zukunft anbieten können. Und auch unsere Plattform, The Buddhist Online, nur weitermachen, wenn wir Ressourcen dafür haben. Triratna Earth Sangha bekommt nur Spenden, hat keinerlei Antworten. Gerne in der Zukunft weiter sozusagen. Es gibt einige Menschen, wie zum Beispiel Shanti Gaba, die sich vorstellen können, in Zukunft mit mehr Zeit den Schwerpunkt zur Verfügung zu stehen, wenn dafür Unterstützung vorhanden wäre. Aber auf jeden Fall, ob ihr gebt oder nicht, danke, dass ihr dabei wart. Möchtest du noch etwas sagen am Ende, Ratna Devi? Ich bin neugierig, würde gerne mehr erfahren. Warum seid ihr hier? Was hat dich dazu geführt, in der Konferenz teilzunehmen? Ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wer hier alles ist. Und wir haben noch 6 Minuten. Eine Gelegenheit, einfach ein bisschen uns gegenseitig was zu sagen. Vielleicht auch noch etwas aus der Meditation, ein Bild, aufgetaucht ist oder vielleicht ein, was euer nächster Schritt sein könnte. Vielleicht können einige noch sich mitteilen, wer das möchte. Joy. Ich bin hier, weil ich oft eine große Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit verspüre. Und ich finde es so hilfreich, Teil von einer größeren Gemeinschaft zu sein, von Menschen, die ähnlich empfinden, vielleicht nicht genau wie ich, aber denen die Sache wichtig ist und sich austauschen zu können über unsere Gefühle, über die Lage der Welt. Und ich wollte hier sein, ja, das mit anderen zu teilen. Es hilft mir, mich weniger hilflos zu fühlen. Wer fühlt das noch so ähnlich? Wer hat ähnliche Empfindungen? Danke, dass du das so gefasst hast. Yeah, I think for me, you know, I've kind of been involved in activism about climate, mainly through Extinction Rebellion. Ich bin schon länger in Aktivismus zum Thema Klima involviert, über Extinction Rebellion und auch über den Sangha. Und manchmal fühle ich mich auch sehr geteilt und ein bisschen allein in dieser Situation. Und manchmal kommen da auch weniger hilfreiche Gefühle bei mir, Frustration oder sowas.
So it's very beautiful to any opportunity to daher ist jede Gelegenheit, diese beiden Sachen zusammenzubringen, meine Praxis, den Sangha und mein Aktivismus, das zusammenzuführen. Das ist sehr hilfreich für mich. Ich mochte diese Meditation sehr. Und hat das so in mir zusammengeführt. Was ich mitgenommen habe, ist ja diese Möglichkeit zu echter Präsenz im Moment. Im Moment ganz präsent. Ich war sehr schön geleitet. Danke. Yeah, so I'm Helen. I'm in the Newcastle Sangha, and I'm just. Ich im Sangha in Newcastle. Yeah, like the previous speaker, it's just great to connect with other people. Und auch ich finde es wunderbar, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Wie auch die Dringlichkeit der Situation dabei. In Newcastle, mein Sangha ist ziemlich klein, es ist ein großes Zentrum. It's just very heartening to be able to talk about es ist herzerwärmend, mit anderen über die Fragen, die auftauchen in Sachen Klimawandel und so weiter, sich darüber austauschen zu können mit anderen Menschen im Sangha. Ist eine wunderbare Sache, sich bewusst zu machen, welche Werkzeuge wir alle im Buddhismus haben, im Dharma, die uns helfen können, uns zu inspirieren, gut zu schaffen und auf hilfreiche Weise zu wirken in unseren Sanghas, in unseren lokalen Gemeinschaften. Ja, du willst dich anmuten? Ja. Ich bin dankbar, dass ich hier sein kann. Eigentlich wollte ich für das Wochenende wegfahren, aber dann hat es nicht geklappt, weil ich krank bin. Und ich bin jetzt ganz dankbar, dass das nicht geklappt hat, dass ich hier sein kann und hier mitmachen kann. Und einer der Gründe, warum ich solches Zusammensein so schätze, weil ich meine Praxis, meine Dharma-Übung in einer Form mit Handeln in Verbindung bringen kann. Und das Bild, was aufwachte während der Meditation, dachte an einen Wald neben meiner Heimat. Deswegen konnte das nicht verstehen. And I feel really sad about that. And explore that. Ich dachte, es ging, dass das ist ein Wald vor dem Ort, wo sie lebte, gab. Und erst als sie in den 20er Jahren merkte sie, dass es was ein wirklicher Wald ist, ein wirklicher Wald mit großen Bäumen. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das tatsächlich wirklich erlebt habe. Und ich liebte es so. Und ich möchte, dass solche großen Wälder auch in der Welt sein können. Ich kann meine Beschreibung des Waldes nicht nachspüren. Und wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Ich möchte noch einmal sagen, dass es mir wirklich Freude gemacht hat, mit euch zusammen zu sein. Und schon hier zusammen zu sitzen und zu praktizieren, das ist schon Handeln, Handeln zum Wohle der Welt. Habt einen schönen Tag, vielleicht sehen wir uns in anderen Sessions heute oder morgen wieder. Thank you, goodbye.